Hallo und herzlich willkommen zur Folge 281 von die Chronik von Metana Archolas. Wir sind zurzeit wieder im Wolfsbau und kümmern uns um unsere Nebenquest. Unsere letzte, die Nachtwache. Wir haben hier einen Bären gefunden. Bei Baez im Keller. Das hat man schon... Alles gut, ich werde es niemandem verraten. Kluger Junge, nimm dies als Zeichen meiner Dankbarkeit. Und wenn du dich jemand fragt, was letzte Nacht passiert ist, sag ihnen, dass du den betrunkenen Kron hier gefunden hast. Ich werde dafür sorgen, dass er keinen Ärger bekommt. Dass der betrunkene Kron der Grund für diesen ganzen Wirbel war. Zeit zurück zur Arete zu gehen. Aber ich habe von dem irgendeinen Schlüssel erhalten. Irgendeinen Kommandantenschlüssel. Ich frage mich warum. Was rausgefunden? Ja, Kron war die Ursache für die Verwirrung. Er hat in letzter Zeit mehr getrunken als sonst. Verdammt, das hätte ich kommen sehen müssen. Wenn er betrunken ist, ist er so laut wie ein Bär. Naja, ich werde mit Weiß drüber sprechen müssen. Du hast dich gut geschlagen. Hier ist deine versprochene Belohnung. Auch hier erhalten wir den Nordmarer Hammer. Dementsprechend ist es vermutlich sogar das Geschickteste, das so zu lösen. Der Kron sagt jetzt nichts. Was ist mit ihm jetzt? Bei dem ist auch nichts. Aber interessanterweise geht die Zeit immer noch nicht weiter. Die Zeit ist immer noch still. Also schön, die ganze Angelegenheit mit den Bären und so weiter, aber... Wie geht's nun weiter hier? Vielleicht zum Ulrich, hat der irgendwas Neues zu erzählen? Den zu fragen, wie der Wachdienst läuft, wird mittlerweile schon fast dreist. Also ich habe jetzt schon im Bett. Ah ne, im Bett ist er nicht, oder? Doch ist er. Ulrich, was geht? Die Zeit steht still, kannst du das vorstellen? Ja, keine Ahnung. So langsam werde ich ja schon fast traurig, dass wir irgendwie immer noch nicht es geschafft haben, irgendwie von denen Rüstung oder so zu erhalten. Also ich weiß, dass ich eine Rüstung verbessern kann, ne, bei unserem Kollegen, beim Einar hier. Aber irgendwie... Ich habe das Gefühl, die Quest mit der Nachtwache ist ein klein bisschen unrund. Zumindest kommt mir so vor, sie ist jetzt abgeschlossen, so weit, so gut. Aber irgendwie ging mir das gerade zu schnell. Wir haben nichts getan, ein bisschen hin und her geschaut. Wirklich nichts gemacht. Und jetzt auf gleich kriegen wir irgendwie noch einen Hammer in die Hand gedrückt. 1500 EP. Und damit soll es schon erledigt sein. Komisch. Irgendwie komisch. So, ich hoffe jetzt, dass die Zeit weiterläuft, wenn ich jetzt hier mich wegteleportiere. Ansonsten würde ich tatsächlich neu laden, weil dann könnte ich mir vorstellen, dass es vielleicht ein bisschen fehlerhaft ist. Jetzt muss ich bitte die Fackeln finden. Da sind sie doch. So, auf jeden Fall ganz komisch. Warum geht die Zeit nicht weiter? Also klar, ich werde jetzt eine Runde pennen, um das auszubügeln. Aber normalerweise sollte die Zeit von alleine wieder weitergehen. Und das ist genau der Grund, warum ich irgendwie ein gutes Gefühl habe, was diese Quest betrifft, ne? Zum Thema Unrund. Irgendwas stimmt ja nicht. Ah, Meister Ortgar, perfekt, dass du noch wach bist. Dann verkaufe ich dir nämlich doch direkt die Wolfspfote und kassiere fast 1000 Gold. Leider nicht ganz 1000 Gold dafür bekommen. Nee, verklickt. Dann kriegst du doch direkt, weil wir ihn eh nicht brauchen, den Nordmarer Hammer. Wir kriegen dafür 330 Gold. Das ist doch ganz annehmbar zumindest. Haben wir irgendwas zum Verkaufen? Ansonsten der Astbrecher. Irgendeine Gammelwaffe eigentlich ist das, aber was soll's. Die Waffe kann weg.
Die Waffe kann weg. Ja, die ganzen Waffen von den Typen, die wir abgemurkst haben, die bringen leider kaum Geld ein. Hab übrigens immer noch keine Ahnung, was es mit den 5 Metzgerbeilen auf sich hat. Boah, ein Degen für 5 zu verkaufen, da blutet mein Herz. Eine Nagelkeule, was das Dreifache an Wert. Komisch, wirklich komisch. Wenigstens mal wieder 2000 Gold. Mal gucken, ob wir jetzt eine Runde pennen können. Denn das ist ansonsten sehr, sehr dubios hier. Die ganze Angelegenheit. Am nächsten Morgen ist wieder alles normal. Scheinbar. Die Zeit läuft. Vermutlich so, wie sie soll. Okay. Komisch, aber okay. Dass wir den nicht auf diese Metzgerbeile ansprechen können. Gut, vielleicht fehlt uns ja auch noch ein weiteres. Kann ich jetzt nur mutmaßen. Aber der hat nichts mehr Wichtiges für uns. Ich überlege gerade. Wir könnten natürlich jetzt zum Ring des Wassers. Ne? Das wäre vermutlich auch taktisch die richtige Entscheidung, weil die Sache... Mit Grayson, da steht er erstmal mit um meine eigenen Angelegenheiten kümmern und auch Volker, Roderich und Lorenzo sind jetzt hierfür auch nicht mehr von Belang. Das heißt, eigentlich sind wir jetzt sogar im Prinzip dazu angehalten, tatsächlich einfach die Hauptquest weiterzuführen. Ansonsten steht nämlich nichts mehr an. Außer einer Sache, die ich eventuell noch mal kurz nachgehen wollen würde. Wir hoffen mal, dass das jetzt hier alles geklappt hat. Ich gehe mal davon aus. Also wie man die Nachtwache abschließt, ist wohl scheinbar egal. In jedem Fall kriegt man den Nordmarer Hammer, den kann man verkaufen oder benutzen, wenn man den denn braucht. So, wie waren das jetzt hier? Wolfsbau, verlassene Höhle bei Ritas Weingut, verfluchter Sumpf. Ich gehe mal an die Bernsteinküste tatsächlich. Ist ja noch diese Wolfsleiche, aber die hat man schon abgeräumt. Es gibt einen Grund, warum ich zur Bernsteinküste möchte, weil ich will was überprüfen, was ich allerdings auch eventuell als Selbstverständlichkeit dann gleich herausstellen könnte. Denn entweder ist das Adonis-Kloster mittlerweile schon offen, oder aber nicht. Wie gesagt, ich gerade so ein bisschen in Zugzwang, ne, weil ich habe das Gefühl... Ah, Gegner, sehr gut. Dann lohnt sich ja doch hergekommen zu sein. Ich bin mir nämlich nicht mehr ganz sicher, wann wir hier mit den letzten, ich sag mal, Ereignissen rechnen können. Das ist mit dem Ring des Wassers und Volker ist jetzt doch der Böse, wie es im Prinzip von Anfang an irgendwie auch klar war. Wie gesagt, wir haben ja auch am Anfang der Hauptquest Volkers Männer in Silbach beobachten können. Und dann waren sie wieder weg. Allein da wusste ich schon, allein wie die ausgesehen haben. Aha, das sind also die Männer von Volker. Dann wird er auf jeden Fall so ein richtiger Problemmensch sein, der Volker. Dann stellt er sich erstmal als... Was ist hier gerade passiert? Das war ein interessanter Flug. Keine Ahnung, was das gerade eben sollte. Wenn man dann ja, wirkt er erstmal, als wäre er so der Gönner, übergangsweise, der große Helfer. Bis er sich dann halt als jetzt wohl doch fieses Arschloch herausstellt. Ich kann mir sogar vorstellen, dass es vielleicht irgendwas tiefgründigeres ist. Ne? Also nicht von wegen einfach nur der große böse Unterweltboss, sondern vielleicht sogar ein Kollaborateur mit den Orks. Jemand, der vielleicht der schwarzen Kunst der Magie nicht allzu abgeneigt sein könnte. Ne? So eine Person könnte der Volker sein. Ja, hier hinten haben wir noch, wie gesagt, diese Schmugglerhöhle, zu der wir irgendwie immer noch keinen Kontakt haben oder keine Verwendung haben, aber das muss so sein. Ich bin mir 100% sicher. Das war so tief verwurzelt irgendwie in der... Ja, ich weiß halt nicht, ob es nur bei der Gilden-Quest-Reihe ist oder ob es generell sich dabei... um die Hauptquest gehandelt hatte. Das weiß ich jetzt halt gerade gar nicht so genau. Ich hatte das Gefühl, es wäre eher der Gilden-Quest-Reihe zuzuordnen.
Mal sehen. Darüber will ich mal ganz kurz gucken, ob wir jetzt los da können. Das ist der Grund für meinen Exkurs hier. Vor allem, wenn das hier oben noch eine weitere Siedlung sein wird, früher oder später. Scheinbar erst später. Ja, geht noch nicht rein, schade. Egal, haben wir nochmal beklaut, wenigstens das. Ich erhoffe mir da drin auf jeden Fall, und ich glaube, da bin ich auch nicht alleine, das ist irgendwo offensichtlich. Da drin erhoffe ich mir einen Händler, der gut was an Dingen verkaufen wird. Tränken. Ja, das heißt, neben Bodowin Herschlick und Jesegan gibt es hier bestimmt noch einen, wo wir was mitnehmen können. Was Wertvolles. Für die entsprechenden Münzen. Okay, so viel dazu. Wenigstens konnten wir den Wassermagier schon mal beklauen. Das hätten wir allerdings sowieso getan beim nächsten oder dann eigentlich ersten Kontakt mit dem Kloster. Bisher waren die Tore und Pforten ja noch verschlossen, aber ich bin mir sehr sicher, also das muss noch wichtig werden. Bestimmt auch mit ein paar Nebenquests, oder es bleibt zu hoffen. Dann, wie gesagt, bei der Araxos-Goldmine gibt es noch eine verschlossene Tür. In der Nähe, ich glaube, es müsste in der Nähe der Stadt gewesen sein. Oder in der Nähe dieses Stonehenges, wo wir mal Banditen verkloppt haben. Das ist unweit der Stadt. Da kann man auch hoffentlich hin, wenn ich es noch wiedererkenne. Ist da ein Feldklöter, ich sag mal? Nee, ist nur ein Busch. Unheil die Schmugglerhöhle. Das sind noch so große oder einigermaßen markante Punkte, bei denen doch noch irgendwas sein muss, wo man noch irgendwas erledigen kann. Jetzt überlege ich gerade, ob es nicht sogar von hier die schnellste Idee ist. Oder ist es von. Ich gehe mal nach Silbach. Ich gehe mal nach Silbach. Ach, und Lockwahn. Das gehört auch noch zu den Leuten, die eventuell Zeug haben. Aber ich glaube, der hat da nichts mehr. Mal ganz kurz überprüfen. Da hockt er. Guckt gegen die Wand, warum auch immer. Ne, der hat nur noch den Rotztrank. Also für uns Rotztrank, für andere eventuell wertvoll. Jetzt habe ich, das hätte ich beim Odgar machen können. Jetzt habe ich beim Odgar tatsächlich wieder ein bisschen Ware dagelassen für gutes Geld und habe aber wieder vergessen, Bergkristalle zu kaufen, um diese anderen Waffen zu schmieden. Hätte ich machen müssen. So, pass auf, jetzt gucken wir uns erstmal den Ring des Wassers an. Den Meisterdegen kriegst du nicht. Ansonsten hast du auch nichts. Er hat aber tatsächlich die wertvollen Rezepte und ich überlege gerade, ob das vielleicht Sinn machen könnte. Je nachdem, was die kosten. Das ist halt wieder sauteuer, ne? Ich bin mir nicht sicher, ob wir diese drei Rezepte kaufen sollten. Das wären halt massiv mal wieder 900 Gold, die wir da blechen müssten. Aber eventuell. Also die Kronstöckelsuppe, die lassen wir sein, weil Kronstöckel, nee. Aber wenn wir die Kronstöckel zum Beispiel jetzt für die ganzen Drachenwurzeln verwenden würden und wir für diese Rezepte hier keine Kronstöckel bräuchten, dann könnten wir die restlichen Goblinbeeren, Drachenwurzeln und eventuell Erdaloe sogar noch für die Rezepte weiterhin verwenden und alles perfekt nutzen. Also Fischfilet und Kronstöckelsuppe machen wir nicht, weil da ist ja Kronstöckel dann weg. Und Kronstöckel brauchen wir ja, wie gesagt, für die Tränke. Um das optimal nutzen zu können, müsste man dann quasi die ganzen Tränke dann schon mal machen, damit die Kronstöckel weg sind. Also wenn man das so machen möchte, und das will ich so machen, deswegen mache ich so. Und dann könnte man die restlichen Dinge auch noch wunderbar verwerten, wenn man dann aus einer Drachenwurzel per Rezept dann noch was kredenzen kann. Vielleicht kostet es aber auch zwei, das weiß ich nicht. Auf jeden Fall verkaufen wir noch ein paar Sumpfkrautstängel, weil ich hab's, was soll ich damit anstellen? Da gibt's wenigstens ein bisschen Gold. Mal ganz kurz überprüfen, ob die hier was Neues haben an den Anschlagtafeln hier in Silber, aber ich glaube mal nicht. Wir waren ja erst vor nicht allzu langer Zeit hier und haben uns um die Bestie gekümmert und um die wahre Bestie direkt hinterher. Na Felix, genau. Halt du mal schön Wache. So, und da hinten müsst dann hochgehen. Wir hätten sogar hintenrum hochklettern können. Guck mal, das mache ich sogar direkt jetzt mal.
Hier waren ja auch die Froschmenschen da in der Höhle hinter dem Wasserfall. So, aber wenn ich das jetzt richtig eingeordnet habe, ne, er hat ja gesagt, das ist dann bei Valerios Weingut hinten hoch. Jetzt komme ich hier natürlich wieder nicht hoch, das ist natürlich super. Doch, perfekt. Es müsste sich, wie gesagt, um die Hütte da oben handeln, von der der Kessel sprach. Hier kann man auch sogar wie ein Mensch hochlaufen. Ganz zivilisiert. Nicht so wie ich, der letzte Depp, der da versucht, wieder hochzuhüpfen. So, wie gesagt, ich glaube, der meinte diese Hütte hier. Wäre zumindest jetzt mal eine Idee gewesen. Ja, da hinten sehe ich auch jemanden. Wir können ja tatsächlich gerade gar nicht reinlaufen. Ha! Ach stimmt, ich glaube, da hatte ich mich sogar reingekarrt, weil ich dachte, das wäre ein Bug gewesen damals. Hoffentlich wird uns das nicht irgendwie zum Verhängnis. So. Egal. Hallo. Ich dachte schon, du würdest nicht kommen. Wir müssen so schnell wie möglich einen Plan ausarbeiten. Der Wucherer kann jederzeit angreifen, und zwar mit all seiner Macht. Hattest du Probleme herzukommen? Bist du auf seine Männer gestoßen? Nein, ich bin ohne große Probleme hergekommen. Du hattest mehr Glück als ich. Danke, Adanos, dass die meisten dieser Schläger nur gewöhnliche Penner sind, die nicht mal ein Schwert richtig halten können. Bist du bereit? Wir haben keine Zeit zu verlieren. Wir müssen los. Noch nicht. Ich bin bald wieder da. Hast du etwas Interessantes in den Dokumenten von Sachs gefunden? Ach, das hatten wir noch alles schon. So, pass auf, Kessel, bleib mal hier stehen. Ich bin jetzt auf den unkonventionellen Weg gegangen, ne? Ich will ja mal ganz kurz den sonderbaren Weg einschlagen. Der ist schon abgeholzt. Vielleicht finden wir ja doch ein paar Schläger vom Wucherer. Zwischen Stadt und dem Treffpunkt. Ich meine, ist jetzt vielleicht ein bisschen unnötig, hier nochmal herzulatschen und nochmal das Ganze nachzuprüfen. Aber es würde mich doch interessieren. Stopp! Es gibt sogar noch eine weitere, ein weiteres Geheimnis. Ich meine in Bodowins und auch beim Lockwein. Genau, bei Lockwein in der Hütte und bei Bodowin hier hinten gegenüber. Da war ich noch nie drin. War bisher immer verschlossen. Und er hat halt noch diesen, ja, Mana-Trank. Aber ansonsten nix. Ja, manchmal gucke ich ja trotzdem gerne nach, ob die neues Inventar haben, weil irgendwie. Normalerweise würde ich es ausschließen, aber dann kann ich es doch nicht so ganz ausschließen. Aber scheinbar, ja, ich gehe mal davon aus, dass wir niemanden von Volkers Männern treffen. Das war einfach nur ein bisschen so Immersionstalk von Kessel. Denn die hätte ich doch bestimmt hier schon bemerkt irgendwo. Nee, komm, das ist Quatsch. Da können wir neu laden. Und direkt zum Kessel latschen. Wie gesagt, wir waren ja bei Volker selbst. Wir standen ja vor dem sein Haus und haben mit Bradlock und Madoc geschwafelt. Also wir hätten die irgendwie uns mittlerweile im Visier, da hätten wir das gemerkt. Okay, los geht's. Folge mir, es ist nicht weit von hier. Lass mich ran, das ist die Hütte hier, von der ich kam. Jetzt hänge ich hier bei diesem Pfosten fest, ich kann nicht mehr. So. Und sind da jetzt schon ein Haufen Personen drin, oder was? Seltsam, es hält niemand Wache. Das gefällt mir nicht. Bleib wachsam und halt die Waffe bereit. Okay. Sie tauchten plötzlich auf, umzingelten uns und schossen. Retok, was ist passiert? Waren das die Männer des Wucherers? Es dauerte nur ein paar Sekunden. So viel Blut, Schreie, alle fielen einfach zu Boden. Bevor ich mein Schwert ziehen konnte, wurde ich am Arm getroffen und konnte nur noch zusehen, wie sie die anderen töteten. Aber warum haben sie sich dich gefesselt und inmitten des Gemetzels zurückgelassen? Kessel, es tut mir so leid. Was, wovon redest du? Sie zwangen mich dazu, sie sagten, sie würden mich nach Korinne segeln lassen. Und du hast ihnen geglaubt? Den Männern des Wucherers, du warst meine Mühe nicht wert, du nutzloses Kind. Mit meinen eigenen Händen werde ich dich in das Reich Belias schicken. Aber zuerst
coole Aktion, dass er gewusst hat. Zieh deine Waffe, sie kommen. Aua, warum geht ihr auf mich? Jedes Mal dieselbe Kacke. Hauptsache den wichtigen kümmern, ne? Ja, ja. Armbrust von Volkers Söldnern. Huch. Ich bin mir sicher, dass es hier noch mehr von ihnen geben wird. Wenn du dich nicht zu weit von mir entfernst, schaffen wir es vielleicht lebend hier raus. Ach, mach mal langsam hier. Die schlagen wir alle zu Brei. Sehr bedrohliche Musik gefällt mir. Wäre mir trotzdem sehr lieb, wenn du dich zurückhalten könntest, Kessel, denn ich muss hier erst noch ein bisschen looten. Aber die Truhe hatten wir schon, wie gesagt, wir waren schon mal hier. Wieder schöner Soundtrack, übrigens. Er bleibt in der Nähe von Kessel, ich kann ja nichts dafür, dass der Kerl... Jetzt hängt hier alles fest. Das ist schlecht. Jetzt bin ich quasi gestorben, oder was? Ja. Mensch, das ist ja ein absolutes Wirrwarr hier. Ich muss ja, wie gesagt, alles looten können. Nun gut, in der nächsten Folge werde ich dann hoffentlich den Raum gelootet haben. Aber der Kessel, der rennt einfach dann los. Das ist ja also ein Pfosten, ist das Sondergleichen. Wir sehen die nächste Folge, werde ich damit beginnen, dass wir dann hoffentlich mit Kessel hier flüchten. In diesem Sinne sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.